1:3 hier Niederlage gegen Schalke 04 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Was war das hier heute für ein Abend für dich? Ja, auf jeden Fall ein schöner Abend, aber trotzdem haben wir es heute nicht geschafft, ein kleines Wunder zu erreichen vielleicht. Es war einfach nicht dieser Tag, um genau das zu schaffen heute. Es ist natürlich schade, weil wir trotzdem natürlich gehofft haben, auch wenn Schalke natürlich der haushohe Favorit war. Aber ein bisschen Hoffnung und der Glaube an uns selbst ist da. Und deswegen ist es natürlich schade, dass es dann jetzt doch relativ deutlich mit 3:1 dann nach hinten losgegangen ist. Auf dem Papier, du sprichst es an, relativ deutlich. Trotzdem, gerade in der Schlussphase, habt ihr ja eigentlich schon, zumindest den Schalker Trainer, auch ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Weil, sagen wir mal, vielleicht in der Schlussviertelstunde habt ihr eigentlich nur noch ihr gestürmt. Ja, das ist aber, glaube ich, dann normal, wenn man 3:0 führt, dass man dann halt nicht mehr ganz so viel macht und wir natürlich dann alles auf eine Karte setzen, um unbedingt noch diesen Anschlusstreffer zu schaffen, um dann vielleicht nochmal irgendwie Unruhe reinzukriegen. Deswegen würde ich das jetzt nicht überbewerten. Unterm Strich waren sie, glaube ich, haben sie heute die individuelle Qualität gezeigt, dass sie halt erste Liga spielen und wir leider nur dritte. Trotzdem sollten wir, wie du sagst, das Positive vielleicht mitnehmen, dass wir dann auch trotzdem mitspielen können und ein Tor schießen können und Torchancen erarbeiten können. Auch dafür kann man sich nichts kaufen, aber wie wichtig war es denn zumindest einmal auch ein Tor geschossen zu haben? Ich glaube, das tut der Mannschaft auf jeden Fall gut, weil zumindest ein kleines bisschen belohnt zu werden für die harte Arbeit, aber wie gesagt, leider ist es, fragt da keiner mehr. Wenn wir gewonnen hätten mit 1:0 und wir hätten ein Tor gemacht mit 2:1, dann wäre das vielen Leuten in Erinnerung geblieben, aber das eine Tor ist jetzt für uns für Selbstbewusstsein gut, aber auch nicht mehr. Wie hast du die Stimmung heute in der Brit Arena empfunden? Ja, war eine sehr, sehr schöne Stimmung und ich hoffe, dass einige Zuschauer, die heute sich zu diesem Spiel begeben haben, dann auch in Zukunft auch in der Liga nochmal kommen, weil ich glaube, dass wir guten Fußball zeigen können, dass es für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation dann ist, wenn wir mehr Zuschauer haben, bessere Stimmung haben, wir uns dann auf dem Platz natürlich auch nochmal, wir sind natürlich sowieso schon motiviert, aber dann vielleicht nochmal dieses letzte Prozent dann auch nochmal rauspressen können und deswegen kann ich nur hoffen, dass sich viele Zuschauer auch in der Liga ins Stadion begeben werden. Gerade für die Zuschauer, die nicht so oft Gast in der Brit Arena sind, was für eine Mannschaft haben gerade diese Zuschauer aus deiner Sicht heute gesehen? Zumindest eine, die sich nie aufgibt und das sollten wir auf jeden Fall für die Liga beibehalten, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass dieser Funke dann auch auf die Zuschauer überspringt und die wissen, dass wir da nie oder zu keiner Sekunde uns aufgeben und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dankeschön. Bitte.